Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach dem soeben erfolgten Tankvorgang, für den ich, mit Genehmigung des Towers natürlich, zur Fuel Station hinüberrollen musste, sitzen wir heute Morgen wieder gut gelaunt im Cockpit und freuen uns auf den Weiterflug nach Rahm. Aber vorher wollen wir unbedingt noch einmal Saint-Malo aus niedriger Höhe sehen. Ich bin sehr gespannt, ob der Tower uns das so genehmigt. Saint-Malo Tower, this is Delta Mike Echo Mike Zulu again. Delta Mike Echo Mike Zulu, hello again, go ahead sir. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft, CT Charlie Tango POB2, VFR to Lima Foxtrot Keyback Alpha, position at the fuel station. We can take off at taxi holding point Juliet and would like to leave via Lima Papa Delta, November Bravo Delta, then right turn and following the coastline and leaving via November Echo Delta. Request taxi. Delta Mike Echo Mike Zulu, I copied for your request for the route. No problem for that. Mike Zulu, squawk 4750. Taxi holding point Juliet to depart runway 35, QNH 1025. Delta Mike Echo Mike Zulu, leaving is approved, squawk 4750, the QNH 1024, and next report, taxi holding point Juliet. Confirm the QNH 1025. Correction, QNH 1025. Hi Zulu, correct. Report ready holding point Juliet. Delta Mike Zulu, next report, Juliet. Alles checken. Macht. Den haben wir. Squawk haben wir. Nächste Frequenz. Mal spät. Machen wir spät. Delta Mike Echo Mike Zulu. Position Taxi Holding Point Juliet Runway 35 ready for departure. Delta Mike Echo Mike Zulu from Juliet. Line up runway 35. Clear for takeoff. Wind is calm. Report November Bravo Delta Point. Delta Mike Echo Mike Zulu will report November Bravo Delta, runway 35, lining up. Cleared for takeoff, hat er gesagt. Hat er gesagt, ne? Ja. Das war ich mir gerade unsicher, aber hat er gesagt. Ja, hast weiß, er recht? Weiß hast genau. er recht? Ja, ja. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, forgot to say, runway 35, clear takeoff. Correct, sir. De voir Mike, j'approche Rotina. J'aimerais connaître la trajectoire de l'avion départ. Donc il va faire le barrage, le côtier derrière toi et la pointe du jusqu'à la pointe du Grand et le Mont-Saint-Michel. Dans ce cas, j'arrive à Rotina.
Delta Mike Zulu, traffic information in your 10-11 o'clock, range 2 miles, left to right, via 400, 400 feet below. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, we'll look out, traffic not inside yet. Roger. Ombre Mike, le trafic 1h, 2h pour un nautique 400 pieds haut. 400 pieds haut, Fox, Delta Mike, il y a des nuages entre nous. Delta Mike Echo Mike Zulu, position approaching November Bravo Delta 1400. Nombre Mike s'est croisé, rappelle quittant la rampe pour une base droite 35. Je rappelle quittant la rampe pour une base droite 35, devant Mike. Mike Zulu, c'est gagné request, please. Delta Mike Zulu, it was a position November Bravo Delta 1400. Delta Mike Zulu, roger, continue on the coastline to the east on report November Echo Delta Post. Delta Mike Echo Mike Zulu will proceed coastline and then reporting November Echo Delta. Das sieht ja mal geil aus. Extrem. Du musst 1000 Fotos machen hier, das ist ja der Hammer. Das ist ja mal das Coolste heute und gestern. Da haben sich 150 Euro fürs Hotel doch gelohnt, oder? Ja, also das war schon nicht schlecht da, ja. Das muss ich sagen. Letztes Jahr sind wir ja viel weiter draußen geflogen. Ja, genau. Ja. Ganz weit weg waren wir letztes Jahr. Volksgolf Bravo. War das Segelboot da vorne. Ja. Golf Bravo Romeo, schön groß. Bord provenance Milan, Destination Milan. Souhaite transiter dans vos zones Echo Delta jusqu'à la pointe du coin par la mer. Romeo Kilo, le transit 1000 pieds approuvé, QNH 1025, transpondeur 70-30 et rappelez Echo Delta. Correct. Après le point novembre Echo Delta, quelles sont vos intentions? Aller vers l'est jusqu'au Mont-Saint-Michel, puis un retour par la côte jusqu'à Dillon. Romeo Kilo, reçu, merci. Alors, novembre Mike entre Echo Delta et Saint-Sulgac pour intégration. Novembre Mike entrée base droite 35, numéro 1, rappelez final 35. Droite 35, je rappelle final 35, numéro 1, novembre. England! Nee, das ist Jersey! Jersey, ja. Ganz bisschen, ganz ein bisschen, ja. Ah, ist das nicht traurig, dass man da nicht hinfliegen darf? Ja. Wegen dieser Bürokraten. Vielleicht ändert sich das ja noch demnächst irgendwann mal. Oh Mann, du. Delta Mike Echo Mike Zulu, you can leave my frequency on contact and information 126.9050. Au revoir. Delta Mike Echo Mike Zulu 126.9050. Renn Info and thank you for all your services. Bye bye, au revoir. Aber gestern war kein Wasser da, als wir vorbeigekommen sind und jetzt steht das Ding im Wasser. Guck ja, mal. Das ist wahrscheinlich gerade Flut. We'll be right back.
schon wieder einiger Betrieb da unten, ja. Guck dir mal den Parkplatz da vorne an. Selbst in der Woche, ne? Oh ja. Da fährt auch ein Bus wahrscheinlich, kostet ja 10 Euro, ansonsten musst du laufen. Atlantique sud de votre position pour 4 nautiques, basse altitude en transit sur la mer, sud-nord. C'est bien copié, Juliette Charlie, il est préférable que je fasse ma descente à l'est. Ren information, good morning and bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Ren bonjour, Skok 7040, QNH1024. Delta Mike Echo Mike Zulu, Skok 7040 and the QNH 1024. 554, Fly Uniform, descend altitude 2024, clear the RMQ approach, runway 10, report approaching India Romeo November 10. Nachdem wir nun also die Küste wieder verlassen haben und ein wenig dem durch Seenebel vereitelten Besuch der Insel Ouessant hinterher trauern, geht's jetzt auf die Strecke Richtung Paris. Die Lotsin lässt uns relativ lange völlig unbehelligt in 4500 Fuß fliegen, auf einem strammen Ostkurs und knapp über den zunächst noch vorhandenen Wolken. Und selbst kurz vor Paris lässt sie uns ohne weiteres Bitten um Freigabe durch die TMA von Évreux fliegen. Aber unmittelbar vor der Kontrollzone von Paris gibt sie uns dann doch, obwohl wir uns bereits im Sinkflug befinden, die dringende Empfehlung, unter 1500 Fuß zu sinken. Und just als ich dabei bin, in den Korridor nach Norden abzudrehen, ermahnt sie mich noch einmal, dass die City ab Paris unmittelbar vor uns liege und wir dort nicht hineinfliegen dürften. Was ich damit sagen will ist, hier um Paris herum haben die Lotsen ein strenges und waches Auge auf alles, was hier in der Luft ist. Schaut man auf die Karten, sieht es so aus, als gäbe es kein Durchkommen. Es wimmelt hier nur so von übereinander und ineinander geschachtelten Beschränkungs- und Verbotsgebieten, von denen man als Pilot nicht weiß, welche gerade aktiv sind und welche nicht. Und selbst wenn sie aktiv sind, gibt es Lufträume, in die ich mit Genehmigung hineinfliegen darf und andere, bei denen das nicht erlaubt ist. Ich empfehle daher dringend, in der Umgebung von Paris niemals ohne Fluglotse unterwegs zu sein. Man kann schnell etwas übersehen und ich bin sehr sicher, dass die Franzosen ihre Hauptstadt zu verteidigen wissen. Das hier ist genau die Stelle, an der wir nach links abdrehen, nach Nordost. Richtung Südost sehen wir den Flugplatz bei Versailles, wo wir letztes Jahr 2 Tage waren. Ich habe das Video hier noch einmal verlinkt. Und geradeaus haben wir einen tollen Blick auf Paris. Auch aus 20 Kilometern Entfernung kann man ein paar Details eindeutig erkennen. Am linken Bildrand sieht man die Wallfahrtskirche Sacré-Cœur auf dem Montmartre, dem berühmten Künstlerviertel von Paris. Aber sie ist wohl nur zu erkennen, wenn man genau weiß, wonach man suchen muss. Unübersehbar hingegen ist natürlich La Défense. Das Hochhausviertel mit dem bekannten, modernen Triumphbogen gilt als Europas größte Bürostadt. Den Eiffelturm und das Hochhaus von Montparnasse erkennt man natürlich ebenfalls sofort. Die nächsten 10 Minuten sehen wir Paris noch langsam an uns vorbeiziehen. Schließlich entlässt uns der Paris-Lotse von seiner langen Leine. Die letzten 20 Minuten fliegen wir ohne den Funkinformationsdienst und hören schon in den Funk des Flugplatzes von Reims hinein. Der Anflug ist leicht, es ist auch etwas Verkehr in der Luft und so wissen wir schon von Weitem, was uns erwartet. Es gibt bestimmt noch mehr Gründe, die Stadt Reims zu besuchen, aber ich sehe 2, die herausragen. Reims ist für mich vor allem die Stadt der deutsch-französischen Freundschaft. Hier wurde 1962, nach fast 100 Jahren, und wenn man bis Napoleon zurückgeht, sind es sogar 150 Jahre kriegerischer Nachbarschaft und teils furchtbarer Gemetzel auf beiden Seiten,
die Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft gelegt. Zur Erinnerung, am 7. Juli 1962 besuchte Konrad Adenauer Reims. Die Wahl gerade dieser Stadt für die Zelebrierung der Friedensmesse hat einen hohen Symbolwert. Denn im Krieg von 1870 war Reims besetzt, im Ersten Weltkrieg Märtyrerstadt und im Mai 1945 Schauplatz der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. In der gotischen Kathedrale von Reims, der einstigen Krönungskirche der französischen Könige, wohnten Adenauer und de Gaulle einem Pontifikalamt bei. Wenige Wochen später war de Gaulle dann auch zum Gegenbesuch in Bonn. Es war der Meilenstein schlechthin für das Nachbarschaftsverhältnis beider Länder. Ein Jahr später wurde dann der deutsch-französische Grundlagenvertrag unterschrieben, der Élysée-Vertrag, der bis heute das zentrale Element der Überwindung von der Erbfeindschaft zur Aussöhnung darstellt. Aber Reims, und das ist nun mal ein zweiter Punkt, ist auch die Stadt der Flugzeuge. Schon 1960 wurde ein Vertrag mit der Cessna Aircraft Company unterzeichnet, der eine 20-jährige Zusammenarbeit für die Herstellung von Propellerflugzeugen für den europäischen Markt initiierte. Im Jahre 1962 wurde dann Reims Aviation gegründet, später dann in zwei unabhängige Sparten aufgeteilt. 3 Jahre später wurden die ersten Cessna 172 ausgeliefert, später kamen die Cessna 337 und noch etwas später die Cessna Foxtrot 406 dazu. Aber 2013 war Schluss. Mit dem Ende der beiden Firmen wurde auch die Flugzeugproduktion eingestellt. Und dass die deutsch-französische Freundschaft kein Papiertiger ist, erleben wir hier in Reims in eindrucksvoller Weise. Kaum sind wir ausgestiegen, kommt jemand aus den Büros, begrüßt uns freundlich und fragt, woher wir kommen und wie lange wir bleiben wollen. Sie wollen doch sicher in die Stadt, nicht wahr? Soll ich Ihnen ein Taxi bestellen? Solch überragende Freundlichkeit und Servicebereitschaft findet man nicht so wahnsinnig oft auf Flugplätzen. Wir sind schlicht begeistert und bedanken uns überschwänglich. Und kaum haben wir unsere Kehlen mit dem kostenlosen Wasserspender von der Trockenheit befreit, steht auch schon das Taxi vor der Tür. Nach einem ausgiebigen Spaziergang stellen wir fest, dass die Stadt zwar nicht ganz an Saint-Malo heranreicht, aber doch sehr sehenswert und auf jeden Fall eine Reise wert ist. Am nächsten Morgen geht alles sehr schnell. Die Kosten für Landung und Parken halten sich in engen Grenzen und eine Dreiviertelstunde später sind wir wieder in der Luft. Prenez Radio, good morning, bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, prenez Info, bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft, CT, Charlie Tango, POV2, VFR with flight plan to Echo Delta Romeo Golf. Request opening our flight plan after takeoff, and right now we would like to taxi to runway holding point Alpha, runway 07. Is that correct? Mike Zulu correct. Runway news 07, the wind 040 degrees, 2 knots, QNH 1021. Exactly, and the QNH 1021, Delta Mike Zulu. Fox Scarotel, 0,40 degrés de nœud, rappelez vent arrière. Delta Mike Zulu, report ready, holding point Alpha 07. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Wilco. Da ist sie, ja. Ja, genau. Klingt nach einer Schülerin. Ja. Und zum zweiten, dritten Mal da, ich denke, die fliegt hier platzrund. Die fliegt platzrund, ja, genau. Haben wir alles, ne? Er ist durchgestartet. Ja. Delta Mike Zulu, ready for departure, no 07. Delta Mike Zulu, the wind 030 degrees, 2 knots, report leaving the circuit. Delta
Delta Gecko Mike Zulu, next report, leaving the section and the area. Delta Mike Zulu, taking off 07 and the aircraft inside. Ja. Delta Mike Zulu, leaving your area and departing to the northeast. Thank you for all your services. Bye-bye. Delta Mike Zulu, flight plan activated. Have a good flight. Bye-bye. Very good. Au revoir. Au revoir. Delta Mike Zulu dreht, entern Flugproof hier. Die nächsten anderthalb Stunden gehen fix vorbei, dann sitzen wir auf der Terrasse der Flugplatzgaststätte in Idar-Oberstein, die in 2019 durch das Fliegermagazin mit dem Flieger Award ausgezeichnet wurde. Unsere Dreitagesreise ist damit beendet und der Besuch der Insel Ursan einer späteren Reise vorbehalten. Dass es in 2023 noch einen weiteren Frankreich-Flug geben sollte, war eher Zufall, aber davon berichte ich im nächsten Video. Willkommen in Deutschland. Ja.